So, und dann kam plötzlich auch aus einer versteckten Türe ein anderer Außerirdischer. Und der hat sich zu mir hingesetzt an den Tisch und ich wollte loslegen. Und da hat er schon gesagt, du bekommst mit der Zeit alle Fragen beantwortet. Und dann sage ich, ja, ist schön, aber eine Frage habe ich. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Und dann haben sie mir erzählt, dass ich vor vielen, also vor dieser Inkarnation auf den Plejaden gelebt habe. Ich war Plejader und habe dort schon in der Föderation gearbeitet. Sehr intensiv, also kennen sie praktisch. Er hat gesagt, ich bin einer von ihnen, so hat er sich mir das vorgestellt. Und hat gesagt, dass ich damals versprochen habe oder das Versprechen abgelegt habe, dass wenn ich wieder auf die Erde inkarniere, ich weiterhin für die Föderation tätig bin und auch diese Informationen, die die Föderation hat, an die Erde weitergebe, also an die Erdenbewohner. Und dann hat er mich ganz offiziell gefragt, auch hier wieder, bist du bereit, dein Versprechen einzulösen? Und ich damals mit jungen Jahren habe ich gesagt, naja, wenn ich das versprochen habe, dann mache ich das halt. Ne? So. Keine Ahnung, was da auf mich zukam. Und dann ging es los. Dann haben sie mich jede Nacht 3 Jahre lang abgeholt, astral, haben mich Akasha-Chronik gelehrt, wie man die liest, wie man da reingeht, hatten mir gezeigt, wie man die Aura liest, was es für 12 verschiedene Aurafelder gibt und so weiter. Und nach den 3 Jahren haben sie dann gesagt, so, das erste Modul ist jetzt beendet und um die weiteren Module bemachen zu können, brauchst du einen physischen Körper. Ganz, ganz herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, lieber Dirk, wir kennen uns ja schon. Du hattest ja letztes Jahr mit mir im August, war es, glaube ich, schon fast ein Jahr her. Ja, ich glaube, ja. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, das heutige Thema ist heute Entführungen. Entsprechend mit Aliens. Es geht einfach darum, weil es mir immer wieder, ja, ich sag mal, in meinen Schoß gelegt worden ist, dieses Thema. Und ich habe die Alexandra kennengelernt. Hallo Alexandra, herzlich willkommen. Hallo Dirk. Du bist auf mich zugekommen über Telegram. Ja. Und hast mir erzählt, dass du eben eine Entführung oder auch sogar mehrere Entführungen erlebt hast. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen einfach deine Erfahrungen auch mal hören, die du gemacht hast. Du hast auch noch ein Buch geschrieben, was du uns nachher vielleicht dann noch kurz erläutern magst. Und ja, und das ist eben das heutige Thema. Es wird sicherlich spannend, interessant. Und ja, ich übergebe dir das Wort, liebe Alexandra, dass du mal kurz erzählst, wer du bist und wie es überhaupt auch dazu gekommen ist. Und ja, du hast das Wort. Bitteschön. Und ich habe ja gesagt, es kommt irgendwann mal die Retoure sozusagen heute. Kein Problem. Und alles gut. Ich finde es total super, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Meine Community kennt dich ja noch nicht. Sei so gut, stell dich doch bitte gerne erstmal vor. Gerne. Also mein Name ist Dirk Seufert und ich lebe und arbeite seit über 30 Jahren mit der Intergalaktischen Konföderation. Ich habe einen zweiten Körper, einen physischen Körper, den ich jederzeit nutze, der unabhängig ist auch von meinem Körper hier, der die ganzen Reisen unternimmt und ich habe darüber ja auch ein Buch geschrieben. Und das Vorteil ist, wenn er Module abgeschlossen hat, weil ich kriege dort weiterhin auch Ausbildungen, dann bekomme ich die entsprechenden Fähigkeiten dann übermittelt. Und ja, das ist eigentlich so grob meine Geschichte. Wir gehen noch mal viel weiter zurück. Du bist ja in dem Alter so alt wie ich bin. Und du hast ja gesagt, das ist jetzt schon 30 Jahre her, dass du, ich sag mal, mit der
oder als Botschafter ausgebildet wurdest. Geh mal, wie gesagt, mal ganz zurück. Wie fing denn das überhaupt an? Auch deine Gabe, die du entwickelt hast und so weiter. Fang doch mal ganz von vorne an. Okay, gut. Also dann muss ich wirklich ziemlich weit zurückgehen. Es war eigentlich schon zu meiner Schulzeit. Damals, wo ich dachte immer, ich würde Selbstgespräche führen, habe aber eigentlich schon mit meinem Engel kommuniziert, wusste das aber damals nicht. Und ich bin dann mit 18 Jahren in die Lehre gegangen und bin die meiste Zeit, ich hatte zwar schon Führerschein, habe auch ab und zu das Auto meiner Mutter bekommen, aber ich habe immer wieder, trotzdem bin ich mit dem Zug gefahren. Und irgendwann kannte ich schon die Bäume auswendig, die ich da immer gesehen habe. Die Zugstrecke war ja immer die gleiche. Und dann dachte ich mir, okay, um einfach auch wach zu bleiben morgens und vielleicht ein bisschen die Zeit besser zu überbrücken, liest du mal ein tolles Buch. Und da ich aber selber kein großer Leser bin, weil ich bin eher der Hörbuchmensch, damals gab es aber noch keine Hörbücher. Und dann habe ich bei meiner Mutter gestöbert, weil ich hatte nur Kinderbücher zu Hause. Und habe ein Buch in die Hand bekommen von der Penny McLean, Gespräche mit Schutzgeistern. Und ich habe halt nur Geist gelesen und dachte, na, spannende Spukgeschichten, da wirst du bestimmt wach bleiben. So, also habe ich das Buch mitgenommen und habe angefangen im Zug zu lesen. Und dann sprach plötzlich eine Stimme zu mir, schön, dass wir jetzt uns wieder unterhalten können. Und dann habe ich mich umgedreht im Zugabteil, habe gesagt, was ist jetzt los, wer spricht mich da an? Aber die waren entweder in ihren Zeitungen vertieft oder haben aus dem Fenster geguckt oder geschlafen. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin's, dein Schutzgeist. Also damals hieß es Schutzgeist, das hat Penny McLean beschrieben. Und in dem Buch stand eigentlich mehr oder weniger eine Anleitung, wie man mit seinem Schutzgeist in Kontakt tritt. Ich wusste das aber nicht. Und naja, da war ich natürlich sehr skeptisch, weil ich hatte davon wenig Ahnung. Und dann habe ich natürlich so skeptische Fragen inzwischen drin gestellt. Und irgendwann, weil er mir auch gesagt hat, du kannst mich jederzeit um Unterstützung bitten und so. Und ich habe in Frankfurt am Main meine Ausbildung gemacht und hatte Maschinen, schwere Maschinen im Auto, die ich zum Kunden direkt bringen musste. Und wir haben, wer Frankfurt am Main kennt, kennt vielleicht auch das Westend, da ist so die Bankenmetropole. Und da einen Parkplatz zu bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto. Und ich habe zu meinem Schutzengel gesagt, also Schutzengel, wenn es dich wirklich gibt, habe ich damals gesagt, dann brauche ich jetzt einen Parkplatz direkt vor der Türe. Sagt der Schutzengel, ist kein Problem, fährst die nächste rechts, nächste wieder rechts, fährt einer raus, den kannst du nehmen. Alles klar, habe ich gemacht. Und tatsächlich, kaum war ich in der Straße eingebogen, ist da einer rausgefahren, direkt vor der Türe, konnte den Parkplatz nehmen. Dachte ich, ja, das ist ja super. Und so habe ich jetzt mal ein bisschen weiter mit dem Ganzen gespielt. Und dann ist es so gewesen, ich hatte, weil ich in Hessen, also Frankfurt gehörte zu Hessen, habe ich in Hessen damals die Berufsschule gehabt. Und wir hatten nicht wie viele Berufe Blockunterricht, sondern einmal in der Woche Schule. Und meine Mutter hat mich dann abends abgeholt von der Arbeit. Wir waren noch einkaufen und da dachte ich mir, wenn du heimkommst, dann setzt du dich in Ruhe hin, machst dich Bett fertig, guckst noch einen Film und gehst dann ins Bett. So. Kaum bin ich im Bad, fällt mir siedend heiß an, dass mir am nächsten Tag eine Arbeit schreiben. Und du musst dir vorstellen, ich bin jemand, der sehr schwer lernt, weil mein Problem ist, wenn ich etwas lese und es nicht begreife, weil ich eher ein visueller Mensch bin, dann kann ich das schlecht behalten. Also habe ich da so große Lernschwierigkeiten. Das ist auch der Grund, warum ich immer wenig Bücher daheim hatte. So, und dann dachte ich, na toll, super, du bist hundemüde. Dann habe ich gesagt, Schutzengel, ich habe jetzt ein Problem. Wir schreiben morgen eine Arbeit. Ich bin hundemüde und habe nichts dafür gelernt. Und plötzlich kam eine ganz andere Stimme, die ich vorher noch nie gehört habe, mit folgendem Wortlaut. Geh in dein Zimmer, nimm dir die Arbeit, wir geben dir die Kraft, die du brauchst. Ich dachte, ja, das ist ja toll. Innerhalb einer Stunde konnte ich alles auswenden. Ich habe in meinem Leben noch nie so leicht und so schnell gelernt. Okay. Und mit dieser Begeisterung bin ich dann raus, weil ich habe ja noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern und habe das meiner Mutter erzählt. Und da meine Mutter ja schon lange auf dem spirituellen Weg war, hat sie gesagt, oh, das ist prima, dann frag gleich dein Schutzengel mal dieses und jenes. Und dann habe ich den immer wieder zwischengefragt. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich den gar nicht mehr fragen muss, sondern dass die Antworten aus mir rauskommen.
Dann kam mein Vater abends noch heim und dann haben die mich bis morgens um eins über Pyramiden, Außerirdische, Akasha-Chronik etc. alles Mögliche ausgefragt. Und bei mir war das immer so, kaum war die Frage zu Ende, war die Antwort da. Also wie wenn ich bibliothekenweise das Zeug intus hätte, ja, was ja gar nicht möglich war. Und dann ging es erstmal los, dann habe ich erstmal natürlich im privaten Rahmen, wurde ich dann rumgereicht für einen Workshop und auch mal Einzelberatungen und so weiter. Und die größte Problematik an der ganzen Geschichte ist aber, du hast keine Betriebsanleitung, du weißt nicht, wie du damit umgehst. Ja. Und dann habe ich natürlich erstmal mir auch meine, wie sagt man, Hörner abgestoßen oder so, so ungefähr. Und auf jeden Fall war es dann so, ich habe auch gelernt, astral zu reisen. Also ich konnte meinen Körper dann auch bewusst verlassen. Und eines schönen Tages standen plötzlich zwei Herren bei mir im Zimmer, einer im roten und einer im blauen Anzug. Und die sagten, ja, sie möchten mir gerne etwas zeigen, ob ich bereit wäre, mit ihnen zu gehen. Und man muss natürlich eins wissen, dadurch, dass ich mit Engeln schon lange kommuniziert hatte, wusste ich, dass die sich immer so ausdrücken, dass du immer den freien Willen beibehältst. Also du wirst immer gefragt, willst du das, bist du bereit dazu, möchtest du und so. Und so haben sie sich eigentlich auch mir gegenüber vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, gehe ich halt mit, mal gucken, wo sie mich hinführen. Hatte keine Ahnung von nix, ja. Und ja, und wir sind dann letztendlich aufs Mutterschiff hier raus. Und ich war natürlich völlig perplex, weil sowas habe ich nicht erwartet. Du musst dir vorstellen, mein Beruf ist ein technischer Beruf gewesen, physikalische Gesetze, Elektronik etc. konnte ich alles in die Tonne kloppen. Hat nichts mehr geklappt, gar nichts mehr, weil ich bin einen Gang entlang geführt worden und dann habe ich gesehen an der Wand, das war so ein bisschen silbrig geglänzt, unten konntest du keinen Boden sehen, weil dieses Schiff einen Durchmesser etwa hat von 500 Kilometern. Oh! Das sind drei große Städte drauf. Ich habe nur gesehen, ich wusste nicht, dass das Städte sind. Ich habe es nur leuchten sehen da unten. Und dann halt Raumschiffe da rumfliegen. Und ich habe dann mal die Hand dahin gehalten an diese Außenwand, also an diese Wand, weil die so silbrig glänzt hat. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass die pulst, dass das also ein Lebewesen ist. Mhm. Und dann sind wir auf eine Türe zugegangen. Und ich habe ja früher, wie viele von uns, Raumschiff Enterprise unwahrscheinlich gern geguckt. Und du kennst es auch, wenn du heute in den Supermarkt gehst, gehen die Türen so auf und so wieder zu. Mhm. Und davon bin ich ausgegangen. Ja, und plötzlich hat sich die Tür aber vor uns aufgelöst. Je näher wir der Tür gekommen sind, umso durchsichtiger ist die geworden. Und dann haben sie mich in den Raum reingeführt. Da war ein großer Tisch und mehrere kleine Stühlchen. Und zwar von der Größe wie Kindergartenstühlchen. Also mini klein eigentlich. Ohne, dass die Stühle und die Tische irgendeinen Fuß hätten. Also die waren praktisch wie in der Luft geschwebt. Und dann haben sie gesagt, ich möchte bitte Platz nehmen, es kommt gleich jemand, der sich um mich kümmert, und sind verschwunden. Dann habe ich gedacht, naja, der Stuhl ist schon klein, aber ich muss es halt irgendwie hinkriegen. Und kaum hat ich mich hingesetzt, hat sich der Stuhl komplett meiner Größe angepasst. Das war wie so eine, fühlte sich an wie so eine gelige Masse, wie so Silikonkissen, weißt du, von der Form her. Und die Lehne ging so weit hoch, dass sogar der Kopf überragt ist. Also das war wie so einem Thron, weißt du, so. Und dann saß ich da, ich habe dann versucht, den Tisch zu bewegen, weil ich gedacht habe, wenn der keine Füße hat, dann kannst du ihn hin und her schieben. Keine Chance. Also weder die Stühle konntest du bewegen, noch den Tisch, es war alles fest. Und dann habe ich mich umgesehen im Zimmer und es war kein Bild, keine Pflanze, kein Regal, gar nichts. Es war nur dieser Tisch und diese paar Stühle. Und trotzdem hast du aber nicht das Gefühl gehabt, wie man es manchmal vielleicht in anderen Räumlichkeiten hat, wenn nichts ist, so eine gewisse Kühle. Und das ist der Fall gewesen, sondern es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und es war auch nicht eine weiße Wand, sondern es war immer wieder so ein kleines Farbenspiel eigentlich. Ja? Mhm. So, und dann kam plötzlich auch aus einer versteckten Türe ein anderer Außerirdischer. Und der hat sich zu mir hingesetzt an den Tisch und ich wollte loslegen. Und da hat er schon gesagt,
du bekommst mit der Zeit alle Fragen beantwortet. Und dann sage ich, ja, ist schön, aber eine Frage habe ich. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Und dann haben sie mir erzählt, dass ich vor vielen, also vor dieser Inkarnation auf den Plejaden gelebt habe. Ich war Plejader und habe dort schon in der Föderation gearbeitet. Sehr intensiv, also kennen sie praktisch. Er hat gesagt, ich bin einer von ihnen, so hat er sich mir das vorgestellt. Und hat gesagt, dass ich damals versprochen habe oder das Versprechen abgelegt habe, dass wenn ich wieder auf die Erde inkarniere, ich weiterhin für die Föderation tätig bin und auch diese Informationen, die die Föderation hat, an die Erde weitergebe, also an die Erdenbewohner. Und dann hat er mich ganz offiziell gefragt, auch hier wieder, bist du bereit, dein Versprechen einzulösen? Und ich damals mit jungen Jahren habe ich gesagt, naja, wenn ich das versprochen habe, dann mache ich das halt. Ne? So. Keine Ahnung, was da auf mich zukam. Und dann ging es los. Dann haben sie mich jede Nacht 3 Jahre lang abgeholt, astral, haben mich Akasha-Chronik gelehrt, wie man die liest, wie man da reingeht, hatten mir gezeigt, wie man die Aura liest, was es für 12 verschiedene Aurafelder gibt und so weiter. Und nach den 3 Jahren haben sie dann gesagt, so, das erste Modul ist jetzt beendet und um die weiteren Module bemachen zu können, brauchst du einen physischen Körper. Und dann habe ich gesagt, ja, wollt ihr mich jetzt da unten ganz verschwinden lassen oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Dann haben sie gesagt, nein, wir haben einen Körper für dich vorbereitet. Okay. Und dann haben sie mir praktisch den gezeigt in einer großen Halle. Das ist übrigens alles, was ich hier schon erzähle, ist auch in meinem Buch beschrieben, mit farbigen Grafiken. Und dann wurde ich in diese Halle geführt und dann haben sie mir diesen Körper präsentiert. Und dann durfte ich erst mal lernen, mit diesem Körper überhaupt zu arbeiten, also den zu nehmen, zu nutzen. Und du musst dir vorstellen, ich bin jetzt 1,82 groß. Und dieser zweite Körper ist nur 1,70 groß und sehr schmal. Mhm. Also für mich war das am Anfang so, wie wenn ich in einen zu engen Kommunionsanzug reinzwinge. Mhm. Also es war sehr unförmig am Anfang. Und nachdem ich das dann einigermaßen bewältigt hatte und gelernt habe, mit dem Körper richtig umzugehen, haben sie mir dann das nächste Modul gegeben und da habe ich dann gelernt eine Pilotenausbildung, also wie man mit Raumschiffen fliegt, was man beachtet und so weiter. Und das sind alles eben so Dinge, die ich da in dem Buch mit beschreibe, detailliert, auch meine Reisen, was ich da alles erlebt habe und so. Und ja, das ist eigentlich so mein Werdegang. Und das ging eben vor über 30 Jahren los. Und wie alt warst du da? Also ich kann dir das genaue Alter nicht mehr sagen, weil das ist schon so lange her, 2021 wahrscheinlich gewesen sein. So in dem Dreh. Aber ich kann es dir nicht mehr hundertprozentig sagen. Weil es halt einfach schon sehr lange her ist. Also war auf jeden Fall, ich war noch recht jung. Was natürlich ganz toll ist, was ja auch selten gegeben ist, dass du in eine Familie inkarniert wurdest, die natürlich die Akzeptanz schon solcher Sachen, das schon alles akzeptiert hat, diese ganzen, ich sag mal, ja, Wesenheiten und auch das, was deine Gaben, die sich entwickelt haben, oder die sind ja bei uns eigentlich schon immer gegeben. Nur sie sind, wie man so hessisch, bayerisch sagt, unterfränkisch sagt, verschütt gegangen. Ne? Und es ist halt schön, wenn man Eltern hat, die einen da verstehen und einen nicht runtermachen, ne? Wie es jetzt bei mir war in dem Fall. Und man immer vorsichtig sein musste, was man sagt. Schon eigentlich, ich habe immer gedacht, man hört mal sogar meine Gedanken, weil mir schon öfters dann immer gesagt wurde, ja, was denkst du schon wieder? Denkst schon wieder an das? Oder hast du schon wieder was geträumt? Was willst du erzählen? Und bloß nicht. Und das ist halt dann immer schwierig. Und das war halt in deinem Fall ganz anders. Das finde ich natürlich hervorragend. Ich glaube, deswegen konntest du das auch richtig entwickeln und auch dich weiterentwickeln, oder? Ja, das habe ich mir schon ausgesucht. Aber wie gesagt, was eben fehlt, ist die Betriebsanleitung. Weil ich habe wirklich am Anfang 3 Jahre lang absolut geschwiegen. Ich habe mit niemand darüber gesprochen.
weil ich das selber erstmal verarbeiten durfte. Und nachdem ich dann immer mehr gezeigt bekommen habe, habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, jetzt brauche ich irgendwelche Beweise, sonst drehe ich hier völlig durch. Weil du hast hier eine normale Welt, eine 3D-Welt, wo das komplett zu dem steht, was ich da erlebt habe, was ich da gezeigt bekommen habe. Und ich sagte, ihr müsst mir irgendeinen Beweis geben, weil das hat so keinen Wert. Und so ging das dann Schritt für Schritt. Ich habe dann auch einmal zum Beispiel Tronvallo Melchisedek persönlich kennengelernt. Wir hatten eine Stunde Zeit, uns zu unterhalten über einen Dolmetscher, weil ich kein Englisch kann. Und er hatte mir dann einiges bestätigt. Dann habe ich einen Ordner in die Hand bekommen auf meiner Reise, weil ich ja viel im Außendienst auch war und auch auf Messen und so. Und da habe ich einen Ordner gesehen, wie eine Frau, die war schon verstorben, plejadische Schrift in den Ordner eingeschrieben hat. Also das war ein Tagebuch. Und dadurch, dass ich damals schon ausgebildet worden bin in dieser Schrift, konnte ich das lesen und habe eben festgestellt, dass sie da ein Tagebuch geschrieben hat drin. Also so Sachen zum Beispiel. Und auch jetzt mein heutiger Schmuck, den ich habe mit den Symbolen und die Föderationskarte und so. Also ich habe ein paar Artikel durchgegeben bekommen, die einen gewissen Beweis sozusagen auch darstellen. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt die größte Herausforderung, ist wirklich dann auch nicht zu sagen, ich hau hier ab. Also das Leben hier ist Quatsch. Da gehe ich lieber da drüben oben hin. Das ist viel, viel schöner, weil ich hatte natürlich auch meine Schwierigkeiten im Leben. Also ich bin jetzt nicht problembefreit gewesen. Ganz im Gegenteil. Je weiter du kommst mit deinen Fähigkeiten und mit deinem Bewusstsein, umso mehr Eigenverantwortung bekommst du. Und da habe ich es vielleicht manchmal sogar etwas schwieriger noch gehabt als andere, weil ich einfach darüber noch mehr wusste. Mhm. Ja, das ist ja generell so, wenn man mehr weiß oder sich intensiv mit allem beschäftigt oder offen ist vor allem, hat man natürlich auch, dann denkt man oft, naja, vielleicht wäre es besser, ich wüsste nicht so viel, dann würde sie es leichter leben lassen. Jetzt in dieser Zeitlinie und in dieser Dimension davon mal auszugehen. Ne? Also ja. Ja, das ist schon immer schwierig. Aber kannst du mal vielleicht erklären, wie das ist? Weil du hast ja gesagt, du hast einen zweiten physischen Körper. Und physisch ist ja materiell. Oder sehe ich das falsch? Nee, das ist richtig. Der ist wirklich physisch, den kann man also auch anfassen. Mhm. Und der ist in erster Linie eben dazu da, um also einmal diese ganzen Reisen natürlich auch zu unternehmen. Und zum anderen ist es auch so, dieser zweite Körper hat die Aufgabe, auch auf verschiedene Planeten zu reisen, mit verschiedenen Völkern zu kommunizieren, um welche, wie wenn man sagt, es gibt jemanden Bewerbung ab und möchte gerne mit in die Föderation eintreten, wie eine Organisation, dann hat er die Aufgabe, das natürlich zu untersuchen, Gespräche zu führen und so. Und dafür brauchst du einen physischen Körper, weil Astral, das kannst du zwar in der Astralwelt machen, aber nicht in anderen physischen Welten. Da brauchst du schon den physischen Körper dazu und dafür ist er eben da. Und kann man sich das vorstellen, dass er wie unser Fleisch- und Blutkörper ist oder ist es nicht so materialisiert? Wie kann man sich das vorstellen? Nein, er ist schon physisch wirklich real, nur er ist von den Organen her etwas anders aufgebaut. Mhm. Also er hat zum Beispiel keinen Darmausgang. Mhm. Und er nimmt zwar auch Nahrung zu sich, nicht weil er die braucht, sondern wenn er unterwegs ist auf seinen Reisen, kommt es natürlich schon vor, dass er auch bestimmte Sachen als Gestiken angeboten bekommt, wie Essen und so weiter. Mhm. Und er besitzt aber ein bestimmtes Organ, was das Essen in sämtliche Urbestandteile zurückordert. Also praktisch wie in den Magen, im Arsch ist es praktisch nur mit einer, ich sag mal, mit so einer, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber praktisch, wo sämtliche Bestandteile zerlegt werden, sodass nichts mehr raus muss aus dem Körper.
Also wie aufgelöst. Also du isst zwar was, aber du isst dich einfach wieder auf. Genau, so ist es. Ja, genau, so ist es. Ja. Und wie sieht der aus, so wie du, oder hat er eine ganz andere? Er ist, wie gesagt, er ist kleiner, schmäler. Ich habe das auch im Buch, ist das genau beschrieben. Da ist er auch abgebildet als Grafik. Auch mit seinen ganzen Fähigkeiten, was er besitzt. Die Augen sind ein bisschen größer, die gehen auch mehr nach hinten raus. Und diese ganzen Fähigkeiten, was er eben kann, ist darin auch beschrieben. Und das Spannendste an der ganzen Geschichte ist vor allem der Anzug, den er trägt, weil der Anzug nicht knitterbar ist. Also du kannst den, wenn du den ausziehst, in die Ecke werfen, du kannst auf ihn rumtrampeln. Sobald du ihn wieder anziehst, hast du keinerlei Knicken oder irgendwelche Falten oder sonst was. Und er ist natürlich auch kälte- und hitzebeständig und solche Sachen, ist schon sehr, sehr gut ausgestattet. Ich hatte mal, ich hatte ja schon mehrere außerkörperliche Erfahrungen, wo ich auch mitgenommen wurde. Also ich wurde abgeholt sozusagen. Und einmal hatte ich auch eine Begegnung, jetzt bei uns auf der Terrasse. Da war dann so wie so ein Gespräch, und da standen halt auch mehrere unterschiedliche humanoide und nicht humanoide Wesen da. Und ich bin dann auf so einen Mann hinzugegangen, der so an, wie an so einem Konferenztisch stand. Und der hat so ein blau, dunkelhellblau Anzug angehabt, so wie du den gerade erklärt hast. Und ich fand ihn so faszinierend. Er hat auch ein Zeichen auf der Brust gehabt, aber ich kann es nicht mehr so genau wiedergeben. Nur weil du ja mit allen Sinnen ja auch dabei bist. Ich dachte, ich umarme den jetzt mal, begrüße den und wollte natürlich auch den Anzug anfassen, wie sich das anfühlt. Und es war total interessant. Es hat sich angefühlt, so wie, also kühl, aber auch nicht kühl, wie ein ganz dünner, feiner Stoff. So hat er aber gar nicht ausgesehen, sondern schon wie ein Anzug, also ein kompletter Anzug. Und hat sich so, hat's bisschen so, würde ich sagen, wie so eine Fischhaut gehabt, aber auch nicht, also ganz leicht. Und hat sich auch ganz leicht angefühlt. Also ich, wie ich den Mann umarmt habe, der hat sich auch so ein bisschen verschoben. Aber er hat sich nicht geknittert, so wie du das jetzt gerade erwähnt hast, ne? Weil das kommt mir da jetzt gerade so. Und dieser Mann, der hat einen Geruch gehabt. Das war, ich habe sowas noch nicht gerochen. Süßlich, also ganz, ganz intensiv und ganz feiner Geruch. Ganz, ganz toll. Und deswegen, das kam mir jetzt gerade so bei dieser außerkörperlichen Erfahrung, dass ich eben das unbedingt fühlen wollte, anfühlen wollte, wie sich das anfühlt. Ne? Ist es denn auch so, dass du mit allen Sinnen, also wie gesagt, ich kann das ja immer nur von mir aus sagen, bei den außerkörperlichen Erfahrungen oder halt bei deinen Reisen auch mit allen Sinnen das dann erlebst, also riechen, schmecken, hören und so weiter? Also es ist so, ich bin ja nicht, also das ist ja wie gesagt ein unabhängiger Körper von mir. Ich besitze zwei Silberschnüre. Das heißt, ich kann mich jederzeit, wenn ich das möchte, ihm zuschalten und kann in dem Moment live aus seinen Augen gucken, hören, was er spricht, wie er fühlt, was er riecht, was er schmeckt, was auch immer. Und aber ich brauche das normalerweise gar nicht, weil wenn es etwas Wichtiges gibt, dann habe ich das sowieso zur Verfügung und kann das abrufen. Also jetzt, in dieser Dimension. Ich muss mich praktisch nicht dauerhaft jetzt da immer irgendwie zuschalten und da dabei sein, sondern ich kriege das sowieso wie eine Festplatte, steht mir das zur Verfügung und ich kann das dann entsprechend abrufen. Also jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, während wir jetzt miteinander sprechen, bist du automatisch mit deinen Körpern verbunden sozusagen. Ja, das auf jeden Fall, weil wie gesagt, durch die zweite Silberschnur bin ich da auf jeder Zeit auf jeden Fall. Aber das ist wie, ich sag mal, am Anfang, wenn du dich in Kindesbeinen wieder zurückversetzt und
es ist kurz vor Weihnachten und du wünschst dir ein ganz bestimmtes Spielzeug, da fieberst du richtig da drauf. Mhm. Dann bekommst du das nachher und du spielst dann erstmal ganz viel damit, aber irgendwann wird es uninteressant oder langweilig und dann liegt es eher mal in der Ecke. Mhm. Und so ähnlich, ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber so ähnlich kann man sich auch den zweiten, mit dem zweiten Körper vorstellen. Am Anfang war es mega spannend. Da habe ich das natürlich auch immer wieder probiert und gemacht und getan. Aber mittlerweile ist es so, ja, er ist da, aber es läuft ja sowieso. Also ich kriege ja die Fähigkeiten dazu, wenn wieder was Neues ist oder so. Und wenn ich Informationen brauche, auch die Reisen, seine Reisen, wenn ich interviewt werde und gefragt werde, ja, wie ist es da und da, dann kann ich das detailliert alles beschreiben, weil das eben abgespeichert ist. Okay. Ja, ich finde es schon hochspannend. Wie ist denn das auch, wie gesagt, es gibt ja viele Leute, die Kontakte haben, so wie bei mir das jetzt auch ist. Spürst du dann das auch, ob das jetzt mal, ich sag, wahr ist oder gelogen ist? Oder spürst du, welche Entitäten oder ich sag mal ETs oder ja, von aus welche meine Vorfahren sind, weil ich ja auch da gefragt habe, wenn ich dich jetzt da frage, stimmt das, was sie mir gesagt haben, Sirius und so weiter, ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil an manche Sachen konnte ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, was ich da erlebt habe oder was ich gefragt habe, aber man recherchiert ja dann immer komischerweise und dann kriegt man dieses Bauchgefühl, dass das eben jetzt da passend ist. Ne? Also spürst du das von anderen Menschen oder kannst du denen sagen, woher sie kommen, wenn sie gesagt haben, okay. Ja, also erstmal, weil ich werde es natürlich auch, ich mache ja Lebensberatungen schon viele, viele Jahre. Mhm. Und ich werde natürlich immer gefragt, ja, wo komme ich her, wo ist mein Heimatplanet? Mhm. Da darf ich immer sagen, es gibt keinen Heimatplaneten, weil wir kommen letztendlich alle aus dem Licht. Und wir haben aber durch diese langen Reisen, um überhaupt auch auf der Erde inkarnieren zu können, haben wir viele andere Planeten besucht. Und ich habe immer so ein Multiwort, was das eigentlich viel einfacher ausdrückt. Ich sage immer, wir sind multidimensional. Mhm. Also müssen uns nicht mehr beschränken auf einen Planeten. Wenn die Leute sagen, ja, du bist doch Plejader, dann sage ich, nein, ich bin kein Plejader. Ich habe nur meine letzte Inkarnation auf den Plejaden verbracht. Ah, okay. Plejader. Ja, also da darf man ganz klar unterscheiden. Und sicherlich kann ich das eine oder andere auch überprüfen, wenn es notwendig ist. Aber weißt du, weil es ging ja nicht nur um die tollen Sachen, die ich da erfahren habe, sondern sie haben mich ja auch ausgebildet. Und in erster Linie, muss ich sagen, ist es immer so, dass wenn Leute, ich weiß, ich werde öfters mal gefragt, ja, die Elena Danan oder der und der hat es so und so gesagt und was sagst du dazu? Und dann sage ich immer nur, oder meine Antwort ist immer, ich habe es so und so erlebt und die Elena oder der und der hat es so und so erlebt. Das heißt, ich beteilige mich nicht oder bewerte das nicht, weil erstens steht mir es gar nicht zu, das zu bewerten. Weil es ist immer so, ich finde diesen Satz so gut, der mir immer wieder hochkommt, wenn ein weißer Indianer gesagt hat, erst wenn du 100 Schritte in meinen Mokassins gelaufen bist, kannst du über mein Leben urteilen. Mhm. Und wir Menschen neigen halt gerne, die Dinge gleich zu bewerten. Oder ja. Der erzählt ist völliger Blödsinn oder der ist ein absoluter Scharlatan oder was auch immer. Da halte ich mich komplett von raus. Mhm. Weil erstens steht es mir nicht zu, ich weiß nicht, wie die Person selber ihr Leben bisher erfahren hat, was, wie, wo. Ja. Ich muss ganz auch ehrlich sagen, ich war ja in meinen Anfangsjahren, da hatte ich noch keine Föderation-Verbindung, aber ich habe auch schon ein sogenanntes Guru-Verhalten durchlebt. Also ich weiß genau, wenn heute einer Guru ist und seine Anhänger hat, weiß ich genau, was dahinter steckt, weil ich das selber auch schon bei mir erlebt habe, wo Leute mich angehimmelt haben und toll und prima. Und das ist natürlich fürs Ego wunderbar. Du wirst da gebauchpinselt und alles prima, wunderschön. Aber deswegen bist du trotzdem noch Mensch.
und hast ganz normale Bedürfnisse. Und deswegen bin ich generell auch immer dafür, dass ich niemanden in irgendeiner Form bewerte. Jeder darf sein, so wie er ist. Jeder hat seine Erfahrung zu machen. Und deswegen halte ich mich, was das betrifft, komplett aus der Nummer raus. Ja, das ist ja auch, auch das Beste, finde ich, was man eigentlich machen sollte. Ne? Jeden so sein lassen, wie er ist, weil jeder hat ja auch das andere, was anderes erlebt in seinem Leben. Und jedes genau. Wort, was man verwendet oder jeden Satz, den man schreibt, da kann man denjenigen natürlich auch aus seiner Bahn werfen, weil ja, man kann ihn verunsichern oder verletzen. Man weiß, wie gesagt, nicht, was er vorher erlebt hat und ja. Oder was er in den Vorinkarnationen erlebt hat, was er halt mitgebracht hat, was ihn da jetzt halt belastet. Und da gehe ich absolut zu 100% mit dir mit. Und ich habe, es ist ja wie gesagt, letztes Jahr hatte ich ja angefangen, da hast du ja auch, ich glaube, es ist jetzt auch erst ein Jahr her oder ein bisschen länger, dass du deinen Kanal aufgemacht hast. So lange ist es noch nicht. Ne? Ja, es ist, jetzt muss ich mal rechnen, Dezember. Nee, 23, ja, anderthalb, ja, knapp anderthalb Jahre jetzt müsste es sein, mhm. Genau. Anderthalb Jahre habe ich ihn, ja. Genau, und ich habe ja dann auch immer gesucht, Kanäle, die mich halt auch ansprechen, ne? Weil man findet ja dann immer irgendwie eine Verbindung auch zu demjenigen, der eben der Kanalbetreiber ist und welche Aussagen er macht. Es wechselt immer wieder, das ist ganz klar, manche Themen passen dann zu einem, manche Themen eben nicht. Und ich meine, dein Thema ist natürlich was ganz Besonderes und was ganz Außergewöhnliches. Deswegen fand ich das jetzt auch super spannend und ich muss mich noch mal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen da so ehrlich und persönlich auch beantwortet hast, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Natürlich, du hast dann hast auch ein Buch geschrieben, das ist ja, glaube ich, auch das erste, wo du über die ganzen, deine ganzen Erfahrungen geschrieben hast, aber es ist noch mal was anderes, wenn man das halt auch persönlich von einem hört und das anders erklärt kriegt, weil ich, wenn ich jetzt ein Buch lese, das ist ja halt statisch, lese das und ich habe dann so viele Fragen, die kann ich ja nicht dann dir dann stellen. Und deswegen dachte ich, ich gebe den Menschen draußen eben die Möglichkeit, heute im Livestream dir auch Fragen zu stellen. Bisher hat sich vielleicht auch noch keiner getraut oder hat sich das noch nicht ergeben von den Zuschauern, die jetzt zuschauen, dir da jetzt Fragen zu stellen, kommen vielleicht im Nachhinein. Und da kannst du ja dann mal unter dem Livestream gucken, vielleicht hat jemand irgendeine Frage gestellt, die ich ja nicht beantworten kann, wenn sie für dich oder an dich gestellt ist, die du dann vielleicht noch beantworten kannst. Ja, ja, ich hab noch so viele Fragen. Was mich noch interessieren würde, ist, ich habe ja bei meiner letzten intensiven außerkörperlichen Erfahrung, wir haben ja auch darüber bei dir schon in dem Interview gesprochen, ich habe ja Wahrträume, also Prophetieträume und zu meiner Jugendzeit, also ich sage jetzt mal, eine lange Zeit war das so, dass es immer einem Schema gefolgt ist. Und zwar, ich habe es dreimal geträumt und dann ist es eingetroffen. Das hat sich dann geändert, seitdem ich eben mein Buch 2006 oder 2005 rausgebracht habe, weil ich eine Vereinbarung getroffen habe, auch mit meinen Engeln, weil ich auch schon mal mit denen gesprochen habe. Und habe gesagt, Leute, also ihr wisst, das belastet mich. Ich, wenn ich da jetzt drüber schreibe, nehmt mir doch diese Vorausschau, weil mich das immer fertig gemacht hat, weil es da immer um Naturkatastrophen und so weiter ging. Ich bin halt damit schlecht zurechtgekommen. So wie du gesagt hast, man sind große Schuhe, da muss man auch erstmal reinwachsen und man muss ja auch mit den Sachen erstmal klarkommen. Ja. So, dann haben die mir das erstmal weggenommen. Das war erstmal weg. Das war für mich total komisch, weil ich das, weil es nicht mehr kam und dann hat sich das eben anders gezeigt. Und ja, das
Und diese außerkörperliche Erfahrung, die war ja auch merkwürdig. Also normalerweise kannst du dich ja selbst aus dem Körper rausholen, wenn du eine außerkörperliche Erfahrung hast. Also ich spüre das immer im Hinterkopf, das kribbelt dann so oder der Körper vibriert. Das ist ja so ein Anzeichen, dass du jetzt die Möglichkeit hast, aus dem Körper auszusteigen. Das ist bei mir auch so. Und ich wollte dann rausrollen. Das war aber ganz komisch. Ich wurde rausgezogen ja aus meinem Körper von, ich sag mal, diesen Entitäten, kann ich jetzt nicht anders sagen, so waren es eben. Es waren dann zwei Personen, die waren bei mir im Zimmer gestanden und haben mich dann mitgenommen. Und diese Szenerie oder diese Sache lief eben dreimal ab. Also das erste Mal hatte ich natürlich Angst, weil ich nicht wusste, was da passiert. Kamen praktisch Arme durch meine Bettmatratze durch und er hat mich rausgezogen aus dem Körper. Das hat Schwupp gemacht und ich stand neben dem Bett. Und ich habe dann gefragt, wer seid ihr? Und dadurch, dass sie gespürt haben, dass ich Angst hatte, obwohl es keine bedrohliche Situation war, das war es nicht, bin ich eben wieder in Ohnmacht, ja, also in Starre, also ich habe nichts mehr mitgekriegt. So, und das lief eben dreimal ab. Beim dritten Mal oder dritten Mal, ich kam immer wieder weiter und so weiter. Die Geschichte oder das, was ich erlebt habe, habe ich auf meinem Alien-Kontakt-Kanal veröffentlicht. Da kann man sich da das auch anschauen, das heißt Kontakt mit den Sterngeschwistern. Jetzt die Frage, also ich habe da das Gefühl gehabt und auch irgendwie gesagt bekommen, telepathisch, dass es sich was ändert. Es war jetzt im Dezember vor 2 Jahren und dass wir auf was vorbereitet werden und dass einige Leute abgeholt werden oder ja sowas in dieser Art, ne? Und hast du davon irgendwas mitbekommen oder kannst du darüber irgendwas sagen? Also, dass da Menschen abgeholt werden oder so, das findet intern natürlich schon auch mal statt. Aber so wie du das beschreibst, würde sich das ja so anhören, so nach dem Motto, ja, die Welt ist nicht mehr zu retten, wir holen jetzt Stück für Stück die Leute da ab. Also so, das kann ich nicht bestätigen, definitiv nicht, weil es gibt zwar einen Evakuierungsplan, der steht auch heute noch, aber der ist wirklich nur für den äußersten Notfall gedacht. Und so, wie sich die Menschen aber weiterentwickeln, weil wir haben ja alleine hier auf der Erde über 2000 Kolleginnen und Kollegen stationiert in ganz normalen Berufen und die uns auch Informationen live immer wieder vermitteln, können wir generell sagen, dass viele Menschen mittlerweile auch am Aufwachen sind, am Verändern. Und deswegen ist der Evakuierungsplan in weite Ferne gerückt. So kann ich das von meiner Seite aus zumindest sagen. Also das hatte ich nämlich auch nicht im Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass es das ist, was Sie gemeint haben. Weil, wie gesagt, das ist ja immer bei mir durch Bilder, Träume, Gefühle im Tagbewusstsein auftaucht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie, ich sage jetzt mal, die Welt jetzt untergeht oder sonst irgendwas. Das Gefühl habe ich nicht. Und ja, kannst du irgendwas sagen, was ist was geplant oder in Planung oder werden jetzt mehrere nochmal auf die Erde gesandt? Oder inkarnieren noch mehrere, ich sag mal, Aufgewachte, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll, auf der Erde, um die Menschen mehr ins Licht zu führen? Was kannst du darüber sagen? Also, die Aktionen sind schon extrem viel. Wir haben alleine mehrere Millionen Schiffe mittlerweile im Einsatz. Die Erde ist wirklich mehr als besucht. Und ich kann zumindest sagen, dass natürlich auch immer noch das Ganze vereinzelt abläuft, um keine Panik hochkommen zu lassen. Weil es geht einfach darum, nicht jeder ist noch so offen, dass er sagt, hurra, jetzt sind Außerirdische da und jetzt geht's weiter oder so. Also da wird noch auch durch die Geheimhaltung
der Regierungen wird natürlich auch noch vieles zurückgehalten. Und aber es geht stetig voran, muss ich ganz klar sagen. Und inkarniert, natürlich kommen jetzt neue Wesenheiten, die auch diesen Aufstiegsprozess mit beschleunigen, die da unterstützend einwirken. Ja? Auch wenn es vielleicht erst kleinere Kinder sind. Aber es geht ja nicht um den Körper, sondern ja, es geht um die Energie, genau, die dahinter steht. Und und deswegen tut sich da eine ganze Menge. Aber das würde jetzt auch zu weit führen, das noch ins Detail groß auszudrücken. Ja. Es passiert sehr, sehr viel. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und es ist auch so, dass wir jetzt im Moment auch in der Lage sind, deswegen hat ja auch 2018 das Ganze begonnen. Von der Föderation wurde ja dieser eine kleinere DNA-Strang, der uns bisher im Bewusstsein gestoppt hat, der wurde ja weggenommen, der wurde aufgelöst. Und somit sind wir jetzt eben auch in der Lage, in der Schöpferenergie zu sein und das auch mehr und mehr zu nutzen. Also wirklich selber über unser Leben zu bestimmen. Mhm. Mhm. Ja. Kannst du sagen, ob in den Regierungen oder ich sag mal in den obersten, ja, in den Regierungen oder die Leute, die halt was zu sagen haben, dass da auch jemand von der Föderation da sitzt, also dass wir nicht nur bestimmt werden, sondern dass die auch wirklich da mitwirken und versuchen, das alles ja in die andere Richtung, in die lichte Richtung zu lenken? Die Föderation ist unterschiedlich integriert in der Politik, in der Wirtschaft, in der Medizin, also eigentlich überall, und auch in höheren Regierungskreisen sind sie zum Teil vertreten. Also da wird schon immer noch auch unterstützt. Nur bin ich immer wieder damit konfrontiert worden, ja, warum passiert da nichts oder warum greift die Föderation nicht ein? Kann ich immer nur sagen, wir wissen ja gar nicht, was die Föderation schon alles verhindert hat, was vielleicht schon längst passiert wäre, wenn sie nicht dahinter gestanden hätten. Zum anderen ist es auch so, sie können nicht einfach hergehen, ich sag mal, ich überziehe es jetzt, ich versuche es immer möglichst einfach zu machen. Ja. Ich fahre jetzt mit meinem Auto, ich habe jetzt lauter Müll da und schmeiße den nacheinander alles auf die Straße raus. Interessiert mich nicht mehr, weil Hauptsache es ist aus meinem Auto draußen. Ja, irgend so ein Idiot wird schon kommen und wird das Zeug weg aufbauen oder wegräumen. Und genau so ist auch bei manchen die Einstellung, dass sie denken, warum kommt die Föderation nicht und bereinigt die ganzen Kriege und so weiter. Das könnte sie natürlich, aber sie würde uns in unserer Entwicklung blockieren. Mhm. Denn wir dürfen lernen, Eigenverantwortung dafür zu übernehmen. Denn wir, die ganzen Kriege, all das, was da draußen abläuft, haben wir mit verursacht. Jetzt kann der eine oder andere sagen, ich bin ein total friedvoller Mensch, von mir kommt es nicht. Doch. Ja, doch. Und zwar ist es nämlich so, und das ist genau der Kernpunkt, die Föderation hat vor vielen, vielen Jahren mir einmal mitgeteilt, dass sie gesagt haben, Dirk, an einem einzigen Tag die Gedanken der Menschen können wir mit der Energie eine Atombombe bauen. Ja, klar. Und es geht in erster Linie nicht darum, dass ich sagen kann, ich bin ein friedvoller Mensch, sondern es geht vor allem darum, was habe ich für Gefühl, wie sind meine Gedanken? Und da geht es nämlich schon los. Und das erschaffen Taten, genau. In einfacher Form von verschiedenen Millionen von Menschen beinhaltet ein sogenanntes Bewusstsein, ein bestimmtes Globalbewusstsein. Und dieses Globalbewusstsein sorgt dafür, dass diese Energien, weil die müssen ja irgendwo hin, dann eben in Kriege, Auseinandersetzungen und so weiter zum Ausdruck kommen. Und deswegen können sie dann nicht einfach hergehen und sagen, ja, ihr habt das Ding verbockt, wir räumen es jetzt einfach mal auf. Und machen alle schön Friede, Freude, Eierkuchen. Weil damit sind die Gedanken der Menschen nicht verändert. Ja, das ist so. Genau. Ja, ja das ist so. Ich habe noch mal eine Frage vielleicht zum Schluss. Was meinst du zum Aufstieg? Es wird ja immer viel von 4D, 5D und so weiter gesprochen. Ob es möglich ist, mit dem physischen Körper
diesen Aufstieg zu vollführen? Oder meinst du, dass das nicht mit dem physischen Körper möglich ist? Selbstverständlich ist es mit dem physischen Körper möglich. Das darf jeder selber für sich entscheiden, gar keine Frage. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass es heißt, du kannst es jetzt nur, wenn du astral oder so bist. Das funktioniert nicht, sondern es ist der Aufstiegprozess. Und das ist ja auch das, was so viele andere außerirdische Völker so interessant finden, hier dabei zu sein bei diesem Aufstiegsprozess. Ja? Die neugierig sind und gucken, was passiert denn da jetzt gerade eigentlich? Und deswegen, du kannst jederzeit deinen Körper mit dazu nehmen, natürlich. Es finden ja auch immer wieder Begegnungen statt, wo wir nur kurz mal in die 5D eintauchen. Ich habe das selber schon mit meiner Frau erlebt und ich habe auch schon andere Berichte gehört von Menschen, die mir das erläutert haben, wo sie dann mal solche Sequenzen erlebt haben. Ja. Ist es auch dieses gefreeste, sage ich jetzt mal, was man manchmal sieht, also bei mir ist es, ich habe das auch schon oft, dass zum Beispiel irgendwie starker Wind geht und plötzlich ist das alles wie angehalten, so, ne? Also ganz, ganz merkwürdig, so als würde sich die Zeit verschieben, als würde es so stoppen. Ja, ja, zum Beispiel, das ist eines und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Phänomene. Oder dass du plötzlich an einen Ort kommst, wo kaum ein Mensch zu sehen ist. Ja. Obwohl der Platz normalerweise mit Menschen voll sein müsste. Und es geht eine gewisse Zeit und dann auf einmal, wenn du wieder in die alte Frequenz zurückkommst, dann hast du plötzlich wieder genau diese Menschen um dich herum. Ja, ich erlebe das eben auch in der außerkörperlichen Erfahrung. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wenn du den ersten Ausstieg aus deinem Körper hast, dann ist es erst diffus, das Licht, und du hast sehr viele, ich sag mal, Energien um dich außenrum, du siehst viele Entitäten, so. Und umso höher du schwingst, umso heller wird das Licht. Das ist wie, wenn man das so höher dimmt, also so, ich kann es eben nur bei mir nur so sagen, du dimmst es höher und diese, ich sag mal, niedrig schwingenden Entitäten, die dann im Raum sind, die verschwinden dann, die lösen sich dann auf und es sind immer nur noch höher schwingende da und umso mehr du, umso mehr, heller du das Licht drehst oder die Dimension, deine Energie erhöhst, umso weniger Entitäten hast du außenrum. Also das ist so meine Erfahrung, ne? Also wie gesagt, erst ist es dunkler, dann hast du einige andere, die du siehst, hast du, ich weiß nicht, ob die dann mehr erdgebunden sind oder in Zwischenwelten leben, das kann ich ja nicht sagen, aber so sind meine eben Erfahrungen. Und umso heller das wird und wenn das dann so hell ist, wie es jetzt Sonnen draußen ist, dann bin ich fast ganz alleine. Und wenn ich dann rumfliege, dann begegne ich mal jemand oder ich sehe mal jemand, der auch dann rumfliegt und so. Es ist richtig, richtig spannend. Und so kann man sich das auch vorstellen. Ne? Also umso höher du schwingst, umso heller wird dein Licht. Ne? Ja. Ja, so ist es, genau. Ja, lieber Dirk, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es hochspannend. Danke, dass du die Fragen so ehrlich und persönlich beantwortet hast. Ich wünsche dir einen schönen Samstag und oder komplett ein schönes Wochenende noch. Und ich denke, wir sehen uns. Und ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt an Dirk, stellt das gerne in die Kommentare. Und ich gebe das dann weiter oder Dirk schaut dann zwischendurch mal auf. Auf jeden Fall wünsche ich euch, wie gesagt, auch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, eure Alexandra. Ciao, macht's gut. Tschüss.